Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarrunde Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Das Thema heute Abend: The Big Picture, technische Marktanalyse, strategische und taktische Einschätzung der Finanzmärkte soll Sie die nächsten 45 Minuten bis Stunde begleiten. Heute wieder bei uns zu Gast als Referent Franz Georg Wenner von Feingold Research. Ja, mein Name ist Markus Landau und für diejenigen, die mich nicht kennen oder noch nicht kennen, ich bin Derivatexperte bei der DZ Bank hier in Frankfurt und werde die Moderation in der nächsten Stunde übernehmen. Das heißt, ich werde immer mal wieder in die Fragebox reinschauen mit einem Auge und schauen, dass wir den Fluss nicht unterbrechen, aber die ein oder andere Frage mit aufnehmen. Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Webinar und möchte Ihnen jetzt gleich zu Beginn, wie immer, die Agenda zeigen. Da haben wir zwei Punkte aufgeführt. Das ist aber noch ein bisschen mehr. Deswegen sage ich da noch ein paar Worte dazu. Ja, wie sieht die Agenda heute aus? Der Franz Georg wird erst einmal wieder mit einem Gesamtmarktüberblick starten, die einzelnen Märkte beleuchten und auch die Assetklassen. Wir hatten hier ein sehr erfolgreiches Aktienhalbjahr. Und die Frage, die sich da stellt, ist: Wie geht es im zweiten Halbjahr weiter? Wie sehen die Prognosen aus? Dazu aber gleich mehr. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, wir haben wieder einen sehr bunten Blumenstrauß mit dabei oder vielmehr Franz Georg hat ihn dabei. Der abgerechnet wird wie immer beim Fußball nach 90 Minuten. Insofern bleibt es spannend zu schauen, wie die Kurve oder die entsprechenden Indizes, Aktien sich auch in der zweiten Jahreshälfte dann weiter bewegen werden oder wie sich die Kurve fortsetzt. Dabei wird es natürlich dann auch weiterhin Marktbeeinflussung geben, Unklarheiten weiterhin, Brexit, Handelsstreit, Sie kennen das, oder die bevorstehende Zinsanpassung der amerikanischen Notenbank Fed oder der europäischen Notenbank EZB. Ja, bevor wir dann aber gleich einsteigen, auch dann natürlich nachher noch ein paar Trading-Setups, zwei an der Zahl, dazu dann aber auch gleich mehr. Und ich würde dann erst einmal, bevor ich dann an den Franz Georg abgebe, kurz Ihnen unsere rechtlichen Hinweise nochmal vorlesen. Relativ schnell, kurz und knapp. Ja, das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten. Alles, was wir hier in puncto Hebelprodukten besprechen, dient lediglich zu Demonstrationszwecken und stellt keinerlei Empfehlung dar und ersetzt natürlich auch keine Beratung. Ja, Hebelprodukte haben auf jeden Fall zwei Risiken, die Sie beachten sollten. Zum einen besteht immer die Möglichkeit eines Totalverlustrisikos, sowohl für Knockout-Produkte als auch natürlich für die klassischen Optionsscheine. Und Sie haben ein Ausfallrisiko, Emittenten-Ausfallrisiko, Bonitätsrisiko, besonders wenn Sie eben vielleicht ja, das eine oder andere Zertifikat länger halten als vielleicht nur eine Woche, 2 Wochen, sollten Sie da vielleicht auch einen Blick drauf haben. So, jetzt bin ich zu weit gesprungen, wie immer. Und was Sie nächste Woche erwartet, sage ich dann am Ende. Und jetzt würde ich uns allen ein spannendes Webinar wünschen. Komme sicherlich zwischenzeitlich mal wieder ans Mikrofon und übergebe an dich, Franz Georg. Du kannst loslegen. Wunderbar. Ja, danke Markus für die Einleitung schon mal und ich schnapp mir auf dem Bildschirm und vor euch sollte jetzt die Agenda für heute stehen. Wir halten uns so an die Marschroute, die wir auch sonst immer haben. Gucken zunächst einmal kurz auf das fundamentale Gesamtbild. Ich mache hier einen kurzen Rückblick auch, erstes Halbjahr, ein paar Eckpunkte einfach aufgeführt, die man so im Hinterkopf behalten sollte. Was ist passiert? Aber entscheidend ist natürlich, was in der Zukunft passieren wird. Und da gehen wir bewährt vor mit dem Weltaktienklima-Übersichtsdiagramm, zu schauen, wo stehen wir an den internationalen Aktienmärkten insgesamt. Wir schauen uns natürlich auch die drei wichtigsten, oder ich sage mal für mich zumindest wichtigsten Indizes an, den S&P 500, um den breiten amerikanischen Markt zu selektieren, den Nasdaq 100, um so ein bisschen auch die Risikobewusstsein der Investoren herauszukitzeln und den DAX und diese drei Indizes klopfen wir ab auf Basis von Technik, auf Basis von Monats- und Tag-2, also für das zweite Halbjahr Ausblick, Statistikdaten, Volatilität, Fondsmanager-Umfrage. Habe ich diesmal auch mit aufgenommen, weil sie diesmal sehr interessant ist und uns auch weitere Anhaltspunkte geben könnte, gerade im Hinblick eben auf die Stimmungslage, also das Sentiment. Das wird dann abgerundet mit zwei Produktempfehlungen auf den DAX, die ich schon mal vorbereitet habe. Dann werden wir uns im letzten Drittel nochmal mit einigen Fragen beschäftigen, die im letzten Webinar aufgekommen sind. Stichwort hier vor allen Dingen, ich hatte ja so ein Filtersystem vorgestellt auf Basis der 200-Tage-Linie.
Da habe ich mir den MDAX angeschaut und auch, wer sich noch erinnert, unser kleines Handelssystem DAX-MDAX hatte ich ja mal mitgebracht, ob man das eben auch optimieren kann mit Hilfe der 200-Tage-Linie. Also spannende Auswertung dazu kommt dann später noch und natürlich schauen wir uns auch nochmal Gold und Brent an, gerade eben den Rohstoffmarkt aus der Intermarket-Perspektive. Auch ein interessanter und spannender Chart, denke ich mal. So, machen wir es ganz kurz mit dem Rückblick auf das erste Halbjahr. Wir hatten viele gegenläufige Signale gehabt. Jeder kann sich noch gut erinnern. Im Januar kannten die Aktienmärkte überhaupt gar kein Halten mehr, sind durch die Decke gegangen. Stärkster Anstieg 1987. Und das haben sehr viele verpasst, nachdem es ja dann im Dezember eigentlich vollkommen untypisch von der Saisonalität her kräftig in den Keller ging. Weihnachtspause gab es eigentlich nicht. Gerade in den USA gingen die Indizes richtig in die Knie. Dann eine ganz starke Erholung, in der fast kaum jemand so richtig dabei gewesen ist. Und nachher hatte man so ein bisschen Angst, wieder am Hoch einzusteigen. Also sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen auch für professionelle Investoren. Also die Dickschiffe, die wirklich große Beträge am Markt hin und her schieben müssen, ist das natürlich sehr unangenehm, wenn es so dynamisch dann auch passiert. Von der Konjunkturseite her in den USA geringste Anträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Wochenbilanz seit 1969. Also das haben wir ja auch am vergangenen Freitag gesehen. Starker amerikanischer Jobmarkt nach wie vor gegeben. Und da hat man natürlich dann die Befürchtung, gibt es tatsächlich noch eine Zinssenkung, die ja doch eingepreist ist. Dazu gleich mehr. Deutsche Bundesanleihen auf Rekordtief, Umlaufrendite, 10-Jahres-Rendite. Schauen Sie sich die anderen Renditen an. Spanien, Portugal, Frankreich, Niederlande, alles im Sinkflug. Selbst griechische Anleihen sind auf einmal gefragt, die noch einiges mehr an Rendite abwerfen. Dort gibt es eben noch massive Kapitalzuflüsse. Wir sehen insgesamt den längsten Wirtschaftsaufschwung der US-Geschichte und jeder fragt sich, wie lange soll denn das überhaupt noch anlaufen? Laufen wir nicht heiß? Ist nicht mal langsam Zeit für eine Pause angekommen? Und natürlich gibt es nach wie vor das Problem Handelsstreit. Ich habe es beim letzten Mal gesagt, beim vorletzten Mal, der G20-Gipfel liegt hinter uns. Nun sind wir jetzt schlauer als zuvor. Ich sage mal nein, es ist das wahrscheinlichste Szenario eingetreten. Donald Trump hat gesagt, wir reden weiter miteinander. Fakt ist aber auch, 25% Zollerhöhung auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar sind weiter aktiv, bremsen die Wirtschaft, so wie sie es bisher auch schon getan haben. Und zwar können US-Firmen jetzt unter bestimmten Umständen wieder mit Huawei Geschäfte machen, aber die Bedingungen dafür sind noch ganz vage. Sie sind nicht wirklich festgezurrt worden. Es gibt keinen richtigen Fahrplan für die Verhandlungen. Der Teufel steckt mal wieder im Detail. Und man kann es einfach so sagen, es wird noch lange hin und her verhandelt werden, denn die US-Regierung wird auch auf Zeit spielen. Ein schneller Deal ist ihnen eigentlich gar nicht mal so lieb, denn natürlich, jeder kennt von uns langsam etwas, Trump erschielt schon jetzt auf den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf im nächsten Jahr. Im November wird er dann gewählt und da will er sich natürlich als ein Sieger im Wettstreit mit China präsentieren, als starker Präsident, der sein Wahlversprechen eingelöst hat. Deshalb wird es keinen Vertrag um jeden Preis geben, keinen Deal, sondern man wird ganz genau auch darauf achten, wie ist die Wählerstimmung eigentlich. Denn es könnte einerseits sein, dass vielleicht ein Deal die Wahlchancen und seine Gewinnchancen nochmal verbessern. Aber es könnte auch sein, dass eine noch härtere Konfrontation mit China vielleicht noch mehr Wählerstimmen ihm zuschustert. Und da wird sicherlich sein Wahlkampfteam noch ganz genau drauf achten. Auf der anderen Seite wird auch China natürlich genau diese Situation sehr gut analysieren. Und hier auch Donald Trump keinen Deal um jeden Preis verschaffen, sondern man wird versuchen, die USA zu Zugeständnissen zu bewegen. Und ich gehe mal davon aus, das Thema wird uns noch im ersten Halbjahr 2020 beschäftigen und immer wieder und weiter im Hintergrund brodeln und so wie auch jetzt schon die Konjunktur langsam ausbremsen. Das ist negativ natürlich, das muss man von der fundamentalen Seite im Hintergrund beachten, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass jetzt die Berichtssaison ansteht. So in 2-3 Wochen geht es in den USA dann richtig los. Ende Juli kommen die Tech-Werte langsam rein und die großen US-Banken eröffnen es ja. Die Ausgangslage ist eigentlich mal wieder denkbar schlecht, so wie immer. Die Messlatte ziemlich tief angesetzt. Man rechnet jetzt mit einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal von 2,6%. Sieht man jetzt hier unten ein bisschen klein, aber das ist die aktuelle Prognose für das zweite Quartal. Auch im dritten Quartal wird sogar ein kleines Minus prognostiziert. Was hier gespielt wird am Aktienmarkt, ist nach wie vor die Story, eine Belebung zum Jahresende. Das sieht man sehr deutlich, wenn man sich die Gewinnschätzungen anschaut. Zum Beispiel für das vierte Quartal, da haben wir dann Wachstumserwartungen im Augenblick von 6%. Bin ziemlich sicher, die gehen auch noch nach unten, aber man hofft eben darauf, dass wir Ende 2019 so langsam wieder Schub bekommen.
von der Gewinnseite her, dass die weltweite Konjunktur wieder anzieht. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wir haben ja auch noch den Konflikt USA versus Iran. Es gibt auch im Augenblick so kleine Scharmützel zwischen Südkorea und Japan. Das ist alles nicht sehr positiv. Vor dem Hintergrund, dass uns auch die Bewertung nicht so viel Luft lässt. Wir sind hier beim S&P 500 mit 17,7 leicht über dem langjährigen Durchschnitt von 16,5. Die europäischen Aktienmärkte sind so ungefähr im langfristigen Durchschnitt. Also da muss man ein Auge drauf haben, wie jetzt vor allen Dingen auch die nächsten Kennzahlen reinkommen. Gerade in Deutschland haben wir es ja schon mitbekommen. Lufthansa, Fuchs Petrolub, Daimler haben schon Gewinnwarnungen abgesetzt. Das ist ein Risikofaktor. Wer jetzt in Einzelaktien reingeht, der muss ganz genau aufpassen, dass er hier nicht ein Klumpenrisiko drin hat und dass er nicht in ein Unternehmen investiert, was vielleicht mit der Gewinnwarnung überraschen könnte. Das Risiko ist im Augenblick einfach sehr, sehr hoch. Was hält die Aktienmärkte oben, ist die Rettung und die Hoffnung darauf, auf die Rettung durch die Zentralbanken. Wie immer, wir kennen es ja schon seit 2019, Senkungen sind jetzt mal wieder die Droge. Billiges Geld begrenzt das Risiko, habe ich es mal formuliert. Man hofft jetzt darauf, dass die EZB Ende Juli die Zinsen senken könnte oder zumindest mal verbal sehr deutlich ankündigt, dass man nochmal eine expansivere Geldpolitik verfolgt, eine noch stärkere. Wichtig, und das ist natürlich hier die amerikanische Notenbank, die hier am 31. Juli tagen wird. Und auch da haben sich die Erwartungen zuletzt noch mal ein bisschen verschoben. Der starke amerikanische Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag dämpfte etwas die Erwartungen auf einen großen Zinsschritt hier auf 50 Basispunkte runtergehen. Wenn man hier guckt, das ist die orange Linie, das ist eigentlich ja nahezu jetzt auf Null runtergegangen. Was der Markt jetzt einfach wettet mit nahezu 100%, ist, dass es eine Zinssenkung auf 200 bis 225 gibt, also 2,2 bis 2,25% die Range. Man sieht es hier, eine sehr, sehr hohe Markterwartung, eine sehr einseitige Positionierung, finde ich auch ein großes Risiko, dass man hier wirklich davon ausgeht, es gibt auf jeden Fall eine Zinssenkung. Wenn Jerome Powell das nicht machen sollte, sich dicht dazu durchringt, eine Zinssenkung durchzuführen, könnte das schon fast als eine Zinserhöhung interpretiert werden. Und gerade die jüngste Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten basierte doch zu einem Großteil eben auf der Hoffnung, dass es eine Zinssenkung gibt. Ein kleiner Hinweis noch, jetzt Mittwoch wird er auch vor dem US-Parlament Rede und Antwort stehen zur Geldpolitik. Dort könnte er die Märkte noch mal ein bisschen weiter vorbereiten, was erwartet wird. Aber im Augenblick bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob die Fed wirklich die Zinsen senken wird, denn eigentlich geben das die Fundamentaldaten in den USA noch nicht her. Da muss man ein Auge drauf haben, das könnte hier eine böse Überraschung geben zum Monatsende hin. Gut, gucken wir uns mal das Weltaktienklima an, schließen wir den fundamentalen Part ab. Es bleibt also nach wie vor wirklich schwierig, wenig überraschend. Aber von der Technik her kann ich zumindest mal sagen, ist nach wie vor noch relativ vieles im grünen Bereich. Alle wichtigen Indizes hier seit Jahresbeginn im Plus. Unser geliebter DAX-Kursindex hier 15% zugelegt seit Jahresanfang. Ist natürlich eine sehr, sehr starke Ausbeute nach 6 Monaten. Wichtiger hier aber, 90% der weltweiten Aktienindizes sind über der 200-Tage-Linie. Im Durchschnitt 6,5% über den langfristigen Durchschnitt. Das heißt also auch gegenüber dem letzten Webinar hier am 17. Juni haben wir nochmal das Polster gegenüber der 200-Tage-Linie ausgeweitet. Ja, das ist ein positives Zeichen. Also nach wie vor der Aktienmarkt ganz gut unterstützt und die Dynamik bleibt uns noch erhalten. Auch hier Abstand zur 21-Tage-Linie als kurzfristiger Taktgeber, 95% darüber, ist auch eine sehr, sehr starke Marktbreite. Ist schon fast eine kleine Überhitzung, aber ist nach wie vor eigentlich, dass hier genügend Kapital noch reinfließt in den Aktienmarkt, sollte man meinen, wenn man sich hier die 200-Tage-Linie, die 21-Tage-Linie anschaut. Also zumindest mal weltweit sind wir hier ganz gut unterwegs, zumal eben auch die der Shanghai Composite, also die Märkte in China, laufen nach wie vor sehr, sehr gut. Man geht davon aus, es wird irgendwann noch einen Deal geben, aber eben auch hier hochbewertete Aktien, Zyklika, Nasdaq 100, Nasdaq Composite führen die Gewinnerliste an, sind also auch sehr stark unterwegs. Das spricht für eine relativ gesunde Risikobereitschaft auch am Aktienmarkt. Gucken wir uns das Sentiment an und hier wird es schon ein bisschen schwieriger wieder. 33% der amerikanischen Kleinanleger im Augenblick bullisch gestimmt, auf Sicht von 6 Monaten, liegt leicht über dem langfristigen Durchschnitt. Ein potenziell bullisches Signal, zumal eben auch der Anteil der Bären hier mit 32% leicht über dem langfristigen Mittelwert ist. Neutral sind 34%. Man ist hier ein bisschen in einer abwartenden Haltung. Profi-Investoren
Sieht es ein bisschen anders aus. Hier haben wir keine Extremausprägung, also kann ich mich ja auch kurz fassen. Ihr seht es hier, die blaue Linie ist hier so im Mittelbereich dieses grün eingezeichneten Wohlfühlkorridors. Da kann man jetzt nicht sehr viel daraus ableiten, aber die sagen zumindest mal vom Sentiment her, naja, wir sind jetzt schon mal ein bisschen investiert, aber wir gehen nicht noch mehr Risiko ein. Warten wir mal ab. Das sagt zumindest mal hier diese Umfrage der nordamerikanischen Fondsmanager. Aber wenn man sich die Bank of America Merrill Lynch Fondsmanager-Umfrage anschaut, die ist dann schon wesentlich interessanter und die gibt uns auch noch einen tieferen Blick letztlich in das Seelenbild der amerikanischen bzw. der weltweiten Fondsmanager. Und das ist eben so, die letzte Umfrage. Wir haben hier eine extrem hohe Cashquote jetzt gehabt, einen sprunghaften Anstieg hier auf 5,6%, kräftigster Monatsanstieg seit Sommer 2011. Und wo man jetzt aufpassen muss, ist, ob diese hohe Cashquote auch jetzt noch im Juli, beziehungsweise dann jetzt in der neuen Umfrage, die dann jetzt in rund 2 Wochen rauskommt, noch beibehalten wurde. Denn wir sehen es hier in der Vergangenheit immer so ein kräftiger Anstieg bei der Cashquote führte dazu, dass wir hier eine Konsolidierungsbewegung am amerikanischen Aktienmarkt gesehen haben. Ist ja letztlich auch klar, wenn den Märkten Liquidität entzogen wird, dann geht die Reise abwärts, denn es gibt einfach weniger Spielgeld. Und dann muss man entsprechend vorsichtig sein. Ich sehe gerade die Frage, wann ist das Datum für die Zinsentscheidung der FED? Das hatte ich gerade eben gehabt, sieht man hier oben auch in der Grafik, 31. Juli 2019, dann ist die FED-Zinssitzung. Also die Cashquote, wie gesagt, hier ziemlich hochgefahren. Das ist schon mal negativ auf der einen Seite, positiv aber auch, weil viel Geld an der Seitenlinie lauert und investiert werden möchte. Dann haben wir ebenfalls, was ich sehr wichtig finde, eine Untergewichtung in Aktien. Ja. 21% ist diese Untergewichtung. Das ist das höchste Stand seit März 2009. Man sieht hier sehr schön die blaue Linie nach unten ausgebrochen. Also die Aktienquote hat man bei den Profi-Investoren ganz nach unten gefahren. Und ich habe es mal hier in der Vergangenheit angeschaut, in rund zurückliegenden 20 Jahren. Immer wenn die so weit runtergefahren wurde und im negativen Bereich war, haben wir auch häufig mal ein Markttief gesehen. Nicht immer. Ja, wir hatten hier 2008 natürlich auch sehr frühzeitig schon eine Untergewichtung. Dann ging die Reise erstmal nochmal nach unten. Aber sollte es nicht zu einer neuen Rezession kommen weltweit, sondern nur ein normales Ausatmen der Märkte, dann ist eigentlich diese Untergewichtung auch schon mal ein potenzielles Signal. Na, die Profi-Investoren sind zu zurückhaltend. Man könnte eigentlich davon ausgehen, dass wir hier auch mal ein Bodentief, ein Tief vor uns haben. Also auch ein Kontrasignal eigentlich. Wenn man sich dann noch die Equity Fund Flows anschaut, also die Zu- und Abflüsse in Aktienfonds, auch hier als 12-monatiger rollierender Durchschnitt gerechnet. Hier unten die blaue Linie haben wir auch einen sehr, sehr tiefen Punkt jetzt erreicht. Wir hatten trotz der Rallye in den USA massive Liquiditätsabflüsse gesehen an den Aktienmärkten. Ist also gar nicht mal die breite Masse in den Fonds reingegangen. Und immer wenn wir diesen Tiefpunkt hatten, dann ist eigentlich der amerikanische Aktienmarkt in den Folgemonaten weiter angezogen. Liegt einfach daran, dass einfach die Aktienquote zu gering war, die Cashquote zu hoch, die Aktienmärkte sind nach oben gelaufen, die Fonds sind in Performance-Rückstand geraten und die institutionellen Investoren sind dann eben auch in den Markt gezwungen worden, um eben auch diesen Performance-Rückstand letztlich aufzuholen. Also das ist eine sehr unangenehme Situation, aber das ist ein mögliches Szenario, das man sich vor Augen halten muss. Sofern die Aktienmärkte jetzt weiter nach oben laufen, dann sind einfach zu viele Investoren noch nicht ausreichend investiert und müssen dann entsprechend nachlegen. Gucken wir uns hier mal den Monatsausblick an für Juli. Das hatte ich schon. Genau, widersprüchliche Signale eben, das muss man einfach jetzt abwarten. Wir haben eine Extremausprägung, hatte ich gesagt, bei den Fondsmanagern, aber eben diese Extremausprägung kann sich sehr schnell auflösen. Ja, wenn die Märkte wirklich nach oben hindurch starten sollten, dann wird das hier auch ein Katalysator sein, einfach diese geringe Aktienquote und die hohe Cashquote. Aber eben eine Vorsicht ist eben auch gegeben aufgrund dieses fundamentalen Umfeldes, was ich eingangs schon gesagt hatte. Also wirklich, da ist, ich sag's mal, Dynamit in den Märkten drin. Ja, und das kann sich jetzt in zwei Richtungen auflösen. Gucken wir uns die Monatsstatistik mal an für Juli. Sieht eigentlich ganz gut aus. Trefferquote 73% für den S&P 500. Kommen wir gut rein. Dow Jones sogar noch ein bisschen stärker. Das hier finde ich bemerkenswert. Nasdaq 100 in den vergangenen 10 Jahren. Trefferquote 100%. Ich habe die Daten nochmal überprüft. Monatsstatistik Juli durchweg grün. Also ein ganz starkes Signal. Einer der besten Monate sowieso, auch für den breiten amerikanischen Aktienmarkt, der Julia. Wir sehen das auch hier. Past 10 years, also die zurückliegenden 10 Jahre im Juli, war immer eigentlich der beste Monat gewesen. Danach ging es dann
meist mal nach unten. August und September musste man vorsichtig sein, auch in der jüngeren Vergangenheit, also da dann Risiko wieder rausnehmen. Aber zumindest mal zum Monatsende hin sieht das Ganze recht gut aus. Ein Trigger, ich hatte es schon gesagt, könnte die FED-Entscheidung sein am 31. Juli. Wenn da die FED nicht liefert, dann haben wir genau diesen Effekt hier für mit August, dass die Reise da nach unten geht. Aber ganz kurzfristig betrachtet sind die Märkte jetzt aus der statistischen Perspektive noch relativ gut unterfüttert. So, gucken wir uns die Marktbreite an. S&P 500, Anzahl der Aktien, die über ihre 100-Tage-Linie notieren. Auch hier ein Verhältnis im Augenblick, 68%. Weder Fisch noch Fleisch, möchte ich sagen. Wir haben hier keine Extremausprägung vorliegen. Die liegt erst bei 80% vor. Da würde ich dann sagen, Achtung, wir haben einen Markthoch erreicht. Jetzt bitte Risiko rausgehen. Bei 67 bzw. 70% ist noch nicht viel passiert. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, ist, dass wir jetzt ja einen Rekordhoch zuletzt ausgebildet haben. Das heißt, ein höheres Hoch, aber hier die Marktbreite rückläufig gewesen ist. Und die ist schon rückläufig seit April. Das heißt, immer weniger Aktien partizipieren an dieser Aufwärtsbewegung. Ist ein bisschen kritisch zu sehen. Das könnte auch ein Hinweis darauf sein, eben, dass man erstmal abwarten will, wie jetzt die Berichtssaison reinkommt und wie vor allen Dingen diese schwierigen Sommermonate gemeistert werden. Also da ein Auge drauf behalten. Das kann sich jetzt in zwei Richtungen entwickeln. Wir haben hier keine Extremausprägung vorliegen, noch ein bisschen Luft nach oben, aber eben auch Korrekturpotenzial nach unten. Volatilität stimmt uns nach wie vor eigentlich ganz zuversichtlich. Der VIX, also das Volabarometer auf den S&P 500, war zuletzt mal unter 13 Punkten gewesen, erstmals seit 40 Tagen wieder. Hier unten sind die Punkte markiert. Von der Volatilität würde ich mich im Augenblick nicht so sehr darauf fokussieren. Sie liefert uns kein klares Signal. Also auch wenn das Signal aufgetreten ist, ging die Reise trotzdem weiter nach oben. Hier haben wir nach wie vor eine hohe Trefferquote. Was man mehr im Auge beachten sollte, ist einfach der Anleihemarkt. Es ist so, es verzerrt sich immer stärker das Gleichgewichtsverhältnis zwischen, das eigentliche Gleichgewicht zwischen Aktienmarkt und Anleihemarkt. Selbst 10-jährige griechische Anleihen werden jetzt nachgefragt, obwohl das Risiko sehr, sehr hoch ist. Was ich erschreckend finde, global gesehen weisen Anleihen im Volumen von 13 Billionen Dollar eine negative Verzinsung auf. Ja, das entspricht einem Anteil von 23% am Anleihemarkt beziehungsweise dem Bruttoinlandsprodukt von China. Die sind alle negativ verzinst. So. Und als Investor stelle ich mir jetzt die Frage, wo soll ich denn jetzt noch mein Geld anlegen? Ich will keine Strafzinsen zahlen. Was bleibt mir übrig? Ich muss an den Aktienmarkt gehen. Da bekomme ich Dividendenrendite und vielleicht noch die Chance auf Kursgewinne. Oder ich gehe in Gold rein. Aber ich werde quasi gezwungen in zwei Assetklassen, weil ich einfach Geld sonst Strafzinsen zahlen muss am Anleihenmarkt. Das kann eigentlich keine gesunde Entwicklung sein, ja. Aktienmärkte steigen aufgrund gesunder Gewinnperspektiven der Unternehmen und nicht, weil alle an eine andere Assetklasse wie der Anleihemarkt keine ausreichenden Renditeperspektiven mehr bietet. Das ist ein großes Problem. Das bereitet mir auch Kopfschmerzen, weil es einfach keine gesunde Entwicklung ist. Und ich habe hier mal auch die entsprechenden Daten mitgebracht. Was passiert da eigentlich, wenn der S&P 500 mit dem S&P 500, wenn die 30-Jahres-Rendite unter dem US-Leitzinsen lag. Und man sieht das hier, das ist zuletzt eben passiert. Wir haben eine wirklich sehr, sehr schlechte Trefferquote darunter dann gehabt bei so einem Szenario im kurz- bis mittelfristigen Bereich. Das Gleiche gilt auch hier zum Beispiel, wenn wir diese Inversion vorliegen haben, also 10-jährige minus 3-monatige in den USA. Da liegt ja eben, wie gesagt, die Inversion vor. Und auch hier, dieses Signal ist äußerst selten und hat uns häufig einen Markthoch erreicht. Ja, hier sind 2007 die Märkte noch ein bisschen gestiegen, aber nicht mehr lang. Was ich damit sagen will, man muss einfach jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich würde jetzt nur noch kurzfristig im Markt reingehen oder eben mit Puffer agieren, gerade was auch die amerikanischen Aktienmärkte angeht, aber nicht mehr aggressiv gehebelt auf Sicht von 3, 4 Wochen reingehen oder 5 Wochen jetzt so über die Sommermonate. Das ist zu gefährlich, weil es einfach nicht mehr so richtig passt. Das fundamentale Umfeld passt nicht dazu. Der Anleihemarkt sendet Warnsignale. Und wir sind hier heillos ausgeliefert der Hoffnung, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen senkt. Was passiert, wenn die nicht die Zinsen senkt? Und Jerome Powell sagt, warten wir doch erstmal ab, dann wird es wirklich ungemütlich. Das ist so ein bisschen die Intermarket-Sichtweise. Also Anleihemarkt, fundamental, Fondsmanager, Umfrage. Wenn man das alles zusammenrührt, dann ist man eher pessimistisch gestimmt. Wenn ich jetzt nur die reine Charttechnik anwende, und das sieht man hier sehr schön beim S&P 500, dann ist nach wie vor Sonnenschein gegeben. Und schaut es euch an, wir haben hier einen wunderbaren, intakten, langfristigen Aufwärtskanal.
Also trotz dieser gesamten Krisen, die wir seit 2009 bewerkstelligen mussten und gemeistert haben, ist dieser Trendkanal intakt geblieben. Er wurde hier mal im Ende 2018 kurzzeitig nach unten verlassen. Das rechne ich so ein bisschen als einen Fehlausbruch, war auch jetzt nicht so richtig umsatzstark gewesen. Auch wie gesagt, Ende Dezember so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass hier auch ein Squeeze vielleicht stattgefunden hat. Aber insgesamt ist dieser Kanal aufwärts gerichtet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit weiter steigender Kurse ist als erhöht einzuschätzen. Und der S&P 500 ist hier auf dem Rekord ausgebrochen. Sieht man also auch sehr, sehr schön. Das haben wir bisher in der Bestätigung beim Dow Jones noch nicht gesehen, aber auch beim Nasdaq 100 haben wir es vorliegen. Beim S&P 500 haben wir es. Bei Russell 2000, den amerikanischen Nebenwerten, haben wir es nicht. Die spüren schon ein bisschen deutlicher den Bremseffekt der Weltwirtschaft. Aber die großen Big Player in den USA, die Unternehmen, die brummen da brummt weiterhin eigentlich das Geschäft. Und da sehen die Perspektiven ganz gut aus. Also langfristig betrachtet ist beim S&P 500 nach wie vor alles in Ordnung. Das gilt auch dann für das zweite Halbjahr. Diese Einschätzung würde ich erst revidieren, wenn wir A unter die 200-Tage-Linie fallen und B danach auch noch per Wochenschluss hier unter diesen Aufwärtstrend rutschen, also unter 2600 Punkte. Erst dann ist wirklich das langfristige Bild so massiv aus charttechnischer Sicht beschädigt, dass man von einer größeren Wende hier oben ausgehen müsste. Solange dies nicht der Fall ist, rechnen wir eher mit weiter steigenden Kursen. Das heißt nicht, dass wir hier einen linearen Anstieg nach oben haben. Davor möchte ich wirklich vor dieser Euphorie ein bisschen warnen. Denn auch wenn man sich das hier ein bisschen genauer anschaut, der Abstand zum Beispiel hier zum 40-Wochen-Durchschnitt, also der 200-Tage-Linie, haben wir zuletzt 8% gehabt. Das ist schon relativ viel. Das muss der Markt jetzt auch erstmal ein bisschen wieder verdauen. Deshalb, das hatte ich ja auch beim letzten Mal gesagt, und hier habe ich wieder die Folie mitgebracht mit den farblichen Markierungen. Hat ja gesagt, wenn wir hier oben drüber ausbrechen, und genau das ist ja passiert, dann rechne ich damit, dass wir die 3000er-Marke anlaufen. Genau das hat der Markt gemacht. Haben wir um wenige Punkte verfehlt, aber das könnte noch passieren. Aber ich rechne da nicht mit einem dynamisch kräftigen Anstieg, sondern wenn, dann geht das Ganze langsam und behutsam nur noch vor sich, aber nicht mehr so kräftig wie zuvor, als wir es hier im ersten Quartal gesehen haben. Ja, der Markt braucht jetzt auch mal ein bisschen Luft, um sich hier zu orientieren in diesem Umfeld. Und das ist eben schwierig. Deshalb bleibe ich auch dabei. Wir können hier diese farblichen Markierungen weiter fortsetzen, wie beim letzten Mal auch schon besprochen. Das bedeutet ganz konkret, oberhalb von rund, ja, sagen wir mal 2910 bis ungefähr 2940, 2950 Punkte ist der S&P 500 nach wie vor positiv einzuschätzen. Gut unterfüttert, aber keine scharfe Rallye zu erwarten, sondern es könnte so in Trippelschritten mal wieder nach oben gehen auf 3000, dann fallen wir wieder drunter, korrigieren vielleicht wieder auf 2950, gehen wieder ein bisschen hoch. Aber da ist nicht sehr viel drin. Ich würde dann hier wirklich auf Seitwärtsprodukte setzen, mit denen man daran partizipieren könnte. Etwas negativer wird die Geschichte, sobald wir hier unten drunter fallen unter das jüngste Zwischentief, was wir ausgebildet haben, also 2910 Punkten. Dann wechselt hier die Börsenampel auf gelb. Die bleibt gelb, hier unten bis in den Bereich im Dunstkreis der 200-Tage-Linie. Haben wir ja beim letzten Mal gelernt, so Pi mal Daumen, 3% Puffer sollte man hier zubilligen. Das heißt also hier mit einem Tief unterhalb vom Mai-Umkehrpunkt bei rund 2720 Punkten wird das Ganze wieder mal etwas kritischer. Da sollte man also dann vorsichtig sein. Sollten wir da drunter fallen, kippt das Ganze in Richtung negativ und dann wäre ich hier doch eher auf der Short-Seite unterwegs. Vorher bietet sich das noch nicht unbedingt an, weil wir einfach noch nicht hinreichend klare Signale dafür haben, ne? Wie gesagt, der Trend ist eigentlich intakt und aufwärts gerichtet. Gucken wir uns den amerikanischen Tech-Index an. Auch da ist eigentlich die grundsätzliche Ausgangslage nicht anders. Schaut es euch an hier. Ein wunderbarer, wie aus dem Lehrbuch gezogener Aufwärtskanal. Wurde sogar hier im Dezember vergangenen Jahres auf der Unterseite bestätigt. Ja, also erhöht nochmal die Relevanz auch dieses Kanals. Hier war jetzt auch ein kleiner Ausbruch auf Rekordhoch gesehen, ist noch nicht nachhaltig, kann aber alles noch passieren. Dennoch langfristig betrachtet alles intakt, vor allen Dingen auch solange wir hier über der 200-Tage-Linie sind und reine Charttechnik betrachtet, auch hier, solange dieser Trendkanal gültig ist und das ist hier bis in diesem Bereich der Fall, also so bei rund, jetzt habe ich hier die Achse, muss ich mir mal eben reinholen, Moment. Rechte Achse. So,
Also hier in dem Bereich gucken wir uns hier in dem anderen Chartbild an, da haben wir sie drin. 6540 Punkte, 6500 ist das nach wie vor eigentlich positiv. Gleiche Ausgangslage auch hier. Ich hatte ja gesagt, ein Ausbruch hier oben über diese 7690er Zone, also aus dem gelben Rechteck raus, ist leicht positiv. Bitte dann auch keine scharfe Rallye erwarten. Genau das haben wir bisher gesehen. Das wird auch weiter so bleiben. Maximal hier so die 8000er Marke könnte ich mir im Augenblick vorstellen. 8100 wird schon sehr, sehr schwierig, aber erstmal so die 8000 angelaufen werden. Dann dürfte langsam die Puste auch wieder ausgehen. Dann werden wir Ende Juli haben in einem freundlichen Umfeld. Und ihr wisst es, ich habe es gerade eben gesagt, dann kippt eben auch der saisonale Trendpfeil wieder langsam nach unten. Fallen wir hier unten drunter unter die 7600er Marke, das jüngste Tief. Auch hier dann wieder eher neutral einzuschätzen. Dann haben wir wieder eine Fortsetzung des Seitwärtsmarkts. Da unten drunter abgesichert dann die 200-Tage-Linie, 7200 Punkte, 3%, 4% Puffer bitte einbauen. Sobald der Tagesschluss hier unter dem Tief von Mitte Mai ist, wird die ganze Sache negativ mit einer Reise in Richtung der Untergrenze dieses Aufwärtstrends bei der 6500er Marke. Das ist dann so die kurz- bis mittelfristige Perspektive. Wie ich gerade schon sagte, langfristig betrachtet sind wir nach wie vor positiv unterwegs, solange hier dieser Trendkanal gültig bleibt. Da kommt gerade die Frage rein, sollte man eher defensive Aktien investieren? Ja, ist sicherlich nicht schlecht, wenn man sich einfach mal das Bild anschaut. Defensive Konsumgüter sind auch zuletzt ganz gut gelaufen, ja, gerade auch in den USA. Ich habe hier die Sektor-Heatmap parallel mal aufgemacht. Consumer Staples sind das entsprechend. Das ist hier diese grüne Linie, liefen sehr, sehr gut. Also auch wie die zyklischen Konsumgüter ungefähr so stark unterwegs in den vergangenen 6 Monaten. Ich würde nicht nur auf Defensive setzen, also hier zum Beispiel eben Versorger, Real Estate, also Immobilien, aber eben vor allen Dingen nicht zyklische Konsumwerte, aber die auch mit reinspielen. Also ein bisschen stärker gewichten als sonst, aber eben auch noch zumischen zu den zyklischen Konsumwerten, also zum Beispiel auch die Technologieaktien, die ja dann jetzt auch bald berichten werden zum Ende des Monats, die auch nicht auf Null runterfahren, aber dass man hier zumindest noch einen kleinen Stake, eine kleine Beteiligung drin hält. Das kann nicht schaden. So hat man eigentlich ein ausgewogenes Depot. Ja, nicht alles wirklich alle Eier in einen Korb legen, sondern ein bisschen breiter streuen das Ganze. Jetzt ein bisschen mehr defensiver als sonst. Und vielleicht dann zum späteren Jahresverlauf können wir wieder die Zyklika etwas stärker in den Vordergrund rücken. Das mal der Blick auf den amerikanischen Aktienmarkt. Und damit gehen wir weiter Richtung Europa zum DAX-Sentiment. Holen wir mal wieder die Bildschirmpräsentation rein. So, das DAX-Sentiment, ja, das Bild, was wir auch schon gesehen haben, was ich schon des Häufigen mal angemerkt habe. Die Profi-Investoren nach wie vor zurückhaltend sind hier skeptisch, was den DAX angeht. Wir sehen hier nach wie vor kein sehr, sehr großes Engagement. Sieht das hier, die blauen Balken, ne? Mal wieder positiv, mal negativ. Man macht die Rallye nicht so richtig mit beim DAX. Die Kleinanleger sind noch ein bisschen mutiger gewesen, aber auch zuletzt eher durchwachsen. Also vom Sentiment her, na, ich sag mal, German Angst ist nach wie vor präsent. Der DAX lauert einfach darauf als zyklischer Index. Kommt die Weltwirtschaft so richtig im Schwung? Ja oder nein? Das ist das Zünglein an der Waage. Monatsausblick Juli. In Vorwahljahren sind die Aktienindizes auch im Juli eigentlich relativ stabil und weisen da auch eine ganz gute Trefferquote soweit auf. War noch gerade eine Frage gewesen. Gucken wir uns mal den Juli an. Beim DAX 72% Trefferquote, also auch sehr, sehr stark unterwegs. TecDAX, MDAX übrigens auch gleiche Werte dafür. Durchschnittsergebnis beim DAX knappe 3%. TecDAX auch ganz gut unterwegs. Also im Juli können wir uns eigentlich nochmal freuen. Aber wir sehen es auch hier unten. Anstieg bis zum Monatsende und danach, wumms, geht es in den Keller runter. Zumindest im Durchschnittsverlauf der vergangenen 20 Jahre. Also auch hier bitte Vorsicht, wenn man gehebelt unterwegs ist, nur noch auf Sicht fahren, also auf Sicht, sage ich mal, der nächsten 2 Wochen vielleicht, dann langsam Position rausnehmen, denn Spätsommer ist traditionell eher etwas schwieriger an den Aktienmärkten. Das gilt nicht nur für die Amerikaner, das gilt vor allen Dingen auch für den DAX. Da muss man also jetzt einen Blick drauf haben. Gucken wir uns das Ganze für das zweite Halbjahr noch an. Ich habe einfach mal angeschaut. DAX-Entwicklung nach Gewinn von mehr als 15% im ersten Halbjahr. Wie geht es denn dann eigentlich weiter? Viele sagen, ja, da hat der Markt ja schon sein Pulver eigentlich verschossen. Was soll denn dann eigentlich noch kommen in den folgenden 6 Monaten bis Weihnachten?
Ja, wichtige Frage natürlich, hast du mir mal angeschaut. Wir haben sehr, sehr wenige Fälle leider. Nur seit 1972 sieht man das hier. Es sind 2, 4, 6, 8 Fälle eigentlich nur. Daraus jetzt eine statistisch relevante Kennzahl abzuleiten, eine Handlungsempfehlung, jeder weiß, dass er so ein bisschen Statistik mal hatte in der Schule, an der Uni, kann man natürlich nicht. Deshalb das unter sehr, sehr großem Vorbehalt nur. Aber das, was man sagen kann, ist zumindest, die Märkte sind danach, der DAX ist doch zumindest mal in der Mehrzahl der Fälle noch weiter gestiegen. Die Trefferquote 63% liegt leicht über dem Durchschnitt von 57%. Also wenn man alle zweiten Halbjahre berücksichtigt, und das durchschnittliche Ergebnis ist doch leicht höher. Aber das wird natürlich massiv verzerrt hier von 1985. Aber wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir hier auch beim Durchschnittsergebnis ganz andere Kennzahlen. Was man eigentlich sagen kann, ist, dass starke Gewinne in den ersten 6 Monaten von mehr als 15% nicht per se ein negatives Signal sind für das zweite Halbjahr. Es kann dann auch weiter nach oben gehen. Ja, also die Statistik ist hier durchaus etwas positiver, als wenn man das in der langfristigen Betrachtung anschauen würde. Gleichwohl auch hier bitte vorsichtig sein, was das angeht. Ja, und deshalb machen wir auch das Webinar wirklich in kurzen Abständen, damit ihr hier immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Gucken wir uns den DAX in der Börsenampel an. Rot, gelb und grün. Naja, auch hier natürlich, der DAX ist letztlich den amerikanischen Indizes natürlich auf dem Fuße gefolgt. Wir haben hier einen Ausbruch gehabt aus dem gelben Rechteck, also aus der Seitwärtsrange über das bisherige Jahreshoch, sind damit hier in den grünen Kasten, sage ich mal, hineingelaufen. Damit auch hier eigentlich eine positive Sichtweise. Aber ich bleibe auch hier dabei, bitte nicht zu hohe Erwartungen, denn wir sind hier doch ziemlich nach oben gesprungen zuletzt. Und hier dieser von Indexradar berechnete Prognosekorridor, dieses Band, was wir hier berechnen auf Basis von statistischen Schwankungen, da ist der DAX an der Oberseite ein bisschen rangekommen. Ja, er ist etwas überhitzt. Wir haben hier maximal Luft bis im Augenblick 2700 Punkte, aber dann ist wirklich auch Ende im Gelände. Das heißt also so, diese positive Sichtweise würde ich hier noch ihm zu Luft zubilligen bis ungefähr 12.900, knapp 13.000 Punkte. Aber dann ist auch auf der Oberseite langsam Schluss. Das ist so das Potenzial, was man im Juli vielleicht noch erwarten könnte. Auf der Unterseite bleiben wir positiv, solange der DAX nicht hier wieder zurückfällt und somit ein Fehlausbruch, ein Island Reversal sogar uns zeigt. Das heißt also, wenn er hier unter 12.400 Punkte zurückfällt, dann hätten wir hier oben eine Inselumkehr. Kein Fehlausbruch, das wäre negativ zu sehen. Rückkehrbewegung dann bis in den Bereich von 12.000 denkbar. Da ist dann die Untergrenze dieses Prognosekorridors. Beziehungsweise hier an die 200-Tage-Linie. Und da auch hier bitte wieder etwas den Schwankungsband einberechnen, also rund 3% Luft lassen. Aber solange wir hier über der 200-Tage-Linie handeln, ist nach wie vor noch alles halbwegs in Ordnung. Also 11.800, 11.900 Punkte neutral einzuschätzen. Negativ wird es dann deutlich unter der 200-Tage-Linie und somit hier unter dem Mai-Tief. Dann geht die Reise in Richtung 11.000 bzw. 11.200 Punkte runter. Da muss man dann entsprechend vorsichtig sein. Das kann man im Augenblick so abstecken. Also auch hier nach wie vor noch positiv jetzt die Börsenampel für den DAX, solange er über der 12.400er Marke und somit der Ausbruchsniveau bleibt. Aber nach oben hin ist nicht allzu viel zu erwarten. Ja, ein bisschen nach oben sollten sich mal ein positiver Starttag abzeichnen. Dann kann man hier zum Beispiel mit Turbos nochmal darauf setzen. Kurzfristig, wie gesagt, vielleicht auch nur intraday-mäßig. Wer eher sagt, na, ich will nicht so hektisch im Markt unterwegs sein, sondern auch mal ein bisschen eine ruhige Kugel schieben. Auch das natürlich kein Problem, denn es gibt dafür die entsprechenden Produkte. Habe ich hier nämlich mal mitgebracht. Als Ergänzung eben zur technischen Ausgangslage ein DAX-Discount-Optionsschein auf der Long-Seite. Für mich sehr interessantes Produkt eben. Das ist die WKN DDF7LO. Hat einen Basispreis von 11.400 Punkten und ein Cap bei 11.900 Punkten. Also hier angelehnt eben an diese technische Ausgangslage, eine Laufzeit bis ja, kurz vor Weihnachten 2019, Maximalrendite 23%, Maximalrendite per anno gute 50%. Das heißt also, wenn der DAX zum Jahresende hin über dem Cap von 11.900 Punkten notiert, dann bekomme ich den Maximalbetrag ausgezahlt. Das ist also hier in dem Fall, wären das dann 5 €. Er rechnet sich auch ganz einfach hier Cap 11.900 Punkte minus den 11.400 Punkten vom Basispreis sind 500 Punkte multipliziert mit dem Bezugsverhältnis 0,01 ergibt dann die 5 €. Und die bekomme ich, wie gesagt, wenn der DAX zum Stichtag, also im Dezember, bei rund oberhalb von 11.900 Punkten, oberhalb vom Cap notiert.
Das ist eine relativ ruhige Geschichte. Ich habe hier wirklich mal einen etwas defensiveren Discount-Optionsschein auf der Long-Seite rausgesucht. Da spielt es also dann keine Rolle. Wenn der DAX hier nochmal korrigiert auf 12.200, auf 12.000 Punkte, dann kann ich wirklich beruhigter sein, denn ich habe noch ordentlich Puffer mir reingeholt. Und das würde dann auch so ein bisschen dazu passen. Noch ein positiver Juli, ein schwieriger August und September, wo wir hier vielleicht nochmal drunter fallen und dann so eine Hoffnung auf eine Belebung zum Jahresende hin. Und dann sollte der eigentlich auch sein Maximalpotenzial ausschöpfen. Und ich finde, so gute 20% bis zum Jahresende sind doch auch keine schlechte Ausbeute. Das ist ein Produkt für die, was eher so ein bisschen long ausgerichtet ist. Und das gleiche für die Short-Seite gibt es natürlich auch. Wenn wir sagen, naja, ich bin so ein bisschen skeptisch, jetzt zumindest mal kurzfristig betrachtet, August und September. Das ist immer so schwierige Börsenmonate. Wenn man hier sich so positionieren möchte, kann man natürlich auch machen. Das ist ein entsprechender Schein DDF7NK. Basispreis hier die 13.700er Marke, also hier oben auch über der bisherigen Rekordmarke nochmal deutlich angesiedelt. Cap bei 13.200 und somit eben auch hier ja, im Bereich des Frühjahrshochs von 2018. Also auch hier habe ich wirklich ein defensiveres Short-Produkt mal rausgesucht. Auch hier Laufzeit endet 20. Dezember 2019, Maximalrendite 25% per anno bei 60%. Wird also voll ausgezahlt, sollte der DAX zum Laufzeitende hier unter der 13.200er Marke liegen. Wenn man jetzt so dieses Szenario mal spielt, was ich gerade eben mal präsentiert hatte, nochmal ein bisschen stärkerer Juli, Korrektur August und September, dann würde ich so ein bisschen gucken, dass er vielleicht den Schein nur ein bisschen in Oktober hält und zunächst einmal hier vielleicht das Short-Produkt auswählt, das dann wirklich so ein bisschen in Oktober hineinhält und dann vielleicht nochmal switcht auch in das Long-Produkt oder das nochmal aufstockt, dann kann man das nochmal für so einen Schwung zum Jahresende nutzen, auf Basis des jetzigen Szenarios, wie man die Märkte auch fundamental und technisch einschätzen würde. Kann ich natürlich auch beide Produkte kombinieren, Long und Short zusammen, dann nimmt man den DAX so ein bisschen in die Zange, würde dann hier 13.200 da oben nehmen und den entsprechenden Call nochmal auf der Unterseite 11.100 und darauf wetten einfach, dass der DAX in der Bandbreite 11.900 bzw. 13.200 abgerechnet wird. Das ist natürlich auch eine Option, die man im Augenblick verfolgen könnte. Das mal so zwei Produkte, mit denen man etwas ruhiger unterwegs sein kann und dennoch wirklich eine ansehnliche hohe Rendite erzielen könnte. Gut, dann gucken wir mal auf die Fragenrunde nochmal, die zuletzt aufgekommen ist. Da hatte noch einer gefragt, gibt es auch dieses Filtersystem auf Basis der 200-Tage-Linie für den S&P 500? Habe ich auch nochmal schnell durchgerechnet. Gibt es hier die entsprechenden statistischen Auswertungen dazu? Man sieht es, sieht eigentlich soweit auch sehr, sehr gut aus. Wir haben eine hohe Trefferquote, wenn man die entsprechenden Filterbedingungen anwendet. Das heißt also insbesondere hier, wenn wir 3% Puffer lassen zur 200-Tage-Linie beim Einstieg und beim Verkauf auch 3%, kommen wir auf eine Trefferquote von 88%. Das ist sehr, sehr viel. Übrigens, die steigt auch nicht, wenn wir das Ganze mit 4% machen. Dann haben wir sogar noch etwas weniger. Durchschnittsergebnis steigt nur leicht an. Also ich würde beim S&P 500 so einen Filter mir setzen von 3%, also einen Einstieg in den S&P, wenn er über 3% per Tagesschluss über die 200-Tage-Linie steigt. Und wieder rausgehen aus der Position, wenn er um mehr als 3% unter die 200-Tage-Linie gefallen ist. Da ist man in den vergangenen Jahren sehr gut mitgefahren mit dieser Strategie. Dann war noch eine Frage gewesen, ob es das auch für den MDAX gibt. Auch hier habe ich es angewendet und ihr seht es sehr, sehr deutlich. Die Trefferquote ist wesentlich geringer. Da kommt man bei 3% nur auf gut 50%. Das ist der Münzwurf. Das hilft uns nicht so viel weiter, wenn man sie sogar wirklich pur anwendet und jeden Tagesschluss anwenden würde. Ober- und unterhalb der 200-Tage-Linie haben wir sogar eine Trefferquote nur von 36% bei 77 Trades. Also keine Strategie, die man anwenden sollte. Mit 3% Puffer sieht die Sache besser aus. Haben wir auch ein höheres Durchschnittsergebnis. Aber dann sinkt auch die Anzahl der Trades auf 13. Grund dafür ist ganz einfach, dass der MDAX ein bisschen volatiler ist und einfach je volatiler ein Basiswert ist, desto häufiger kann eben auch so ein Filtersystem dann Fehlsignale liefern. Aber beim Tech-DAX wären da ähnliche Werte zu erwarten. Das heißt also, er funktioniert sehr, sehr gut bei breiten Blue-Chips-Indizes, DAX, S&P 500, Dow Jones. Aber wenn es dann ein bisschen volatiler wird mit MDAX und Tech-DAX, ist es nicht ganz so erfolgreich. Aber wir haben zumindest mal eine Verbesserung hinsichtlich der Trefferquote.
So, und dann noch eine Frage, war auch nochmal im letzten Webinar aufgekommen. Ich hatte es, glaube ich, im Mai-Webinar hier diese Strategie vorgestellt, und zwar ein Einstieg Anfang Januar in den MDAX und ein Verkauf Ende Juli. Und dann kauft man sich Anfang Oktober wieder in den DAX ein und verkauft Ende Dezember. Und diese Strategie habe ich mal durchgerechnet seit 1999. Und das ist die entsprechende Entwicklung, die blaue Linie hier. Man sieht es, diese Kombination in den ersten 7 Monaten in den MDAX investiert sein und danach eine Pause einlegen und dann erst im letzten Quartal wieder in den DAX. Das war sehr, sehr positiv gewesen. Da wären aus 100.000 Euro Startkapital Anfang 99 jetzt knapp 1,4 Millionen Euro geworden. Man sieht das hier sehr schön. Mit dem DAX hätte man 240.000 Euro gemacht, also ein Gewinn von 1.400%. Finde ich ganz ordentlich eigentlich. Man kommt hier auf eine geometrische Rendite per anno von knapp 14%, also haben sie auch den DAX deutlich geschlagen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wenn man sich hier allerdings die Risikokennzahlen betrachtet, maximaler Rückgang beim DAX 73% von der Strategie, mehr als 50%, ist natürlich nicht so schön. Und hier kam eine Teilnehmerfrage auf: Könnte man nicht auch dieses System nochmal optimieren durch die 200-Tage-Linie, durch dieses Filtersystem, was ich vorgestellt habe? Und das habe ich mir natürlich mal angeschaut, ob das möglich ist. Und das machen wir jetzt einfach auch zusammen, damit man auch jeder sieht, dass ich hier nicht irgendwelche Sachen mir zusammenbastle, nur damit es dann schön aussieht. Wir gehen hier in das System rein und ich habe es natürlich vorher schon ein bisschen getestet, geschaut, wo der Ansatzpunkt ist. Und natürlich muss man sich hier mal mit dem MDAX beschäftigen. Wir setzen hier die 200-Tage-Linie als Filterkriterium ein. Wir sagen, prozentualer Schwellenwert soll 4% sein, also der MDAX soll mindestens um 4% über der 200-Tage-Linie notieren. Nur dann gehen wir in den MDAX rein zu Jahresbeginn und wir wenden das System mal eben an. Ich mache hier noch einen Screenshot, nur zum Vergleich mit den Performance-Daten. Dann haben wir das gleich vorliegen. So, und ich mache die Berechnung und setze das System scharf und wir sehen hier das Ergebnis. Und das Ergebnis ist doch eigentlich ganz erfreulich, wenn wir das vergleichen. Kommen wir nämlich dann hier auf der einen Seite nur auf ein Ergebnis letztlich von 1,4 Millionen Euro. Wäre das daraus geworden, 2026% Outperformance waren es vorher gewesen. Das hier waren jetzt 1.169% Outperformance, aber immer noch eine Rendite geometrisch gerechnet von rund 13%, haben also den DAX damit auch ganz klar geschlagen. Aber worauf ich hinaus will, ist vor allen Dingen der maximale Rückgang ist kräftig zurückgegangen. Wir hatten hier gute 50% gehabt mit unserer Initialstrategie. Jetzt sind es nur noch gute 30%. Das heißt also, der Drawdown ist wesentlich geringer. Auch hier die längste Verlustperiode ist geringer. Die Volatilität ist geringer, 13,3 zu knapp 17. Es lohnt sich also so ein bisschen, die 200-Tage-Linie doch einzusetzen. Man verzichtet dann etwas auf Rendite. Das stimmt wohl. Aber jemand, der sagt, na, ich weiß nicht, wann ich das Geld brauche, ich kann es unter Umständen auch schnell brauchen, für den ist dann so ein Filtersystem auf Basis der 200-Tage-Linie eigentlich ganz hilfreich. Denn der Drawdown fällt wesentlich geringer aus, als wenn ich jetzt wirklich jedes Mal stur Anfang Januar in den MDAX reingehen würde. Wenn ich hier schaue, ist der MDAX wirklich um mehr als 4% über der 200-Tage-Linie, dann habe ich doch ein bisschen bessere Ergebnisse, die ich damit fahren kann. Das heißt also, hier habe ich durchaus eine Optimierung im Sinne, dass ich das Rückschlagsrisiko zumindest mal minimiert habe. Ich verzichte allerdings ein bisschen auf Rendite, weil ich natürlich auch manchmal in Jahren nicht reingegangen bin, die sich dann doch positiv entwickelt haben, wie zum Beispiel hier 2009. Das muss ich in Kauf nehmen. Das könnte ich jetzt auch noch weiter optimieren, aber dann wird die Sache wirklich sehr, sehr komplex. So, das mal zu den Fragen aus dem letzten Webinar. Und ich würde mal sagen, dann schwenken wir mal rüber zu den Rohstoffen und gucken mal, was hier passiert ist. Und ich hatte es schon angekündigt, ja, beziehungsweise nicht die Brennmärkte, die Ölmärkte. Und hier natürlich brennt, das heißt also Nordseeöl, hat sich hier so ein bisschen eingependelt in der Range von 59 bis ungefähr der 200-Tage-Linie hier auf der Oberseite bei rund 65, 66 Dollar je Barrel. Da können wir auch noch einen kleinen Widerstand mal reinziehen. Jetzt noch etwas deutlicher, aber zuletzt eben dran gedreht, die können wir rausnehmen. So, jetzt haben wir auch
tatsächlich dann die Seitwärtsrange. Da haben wir es 60er Unterseite, 67 auf der Oberseite. Das ist im Augenblick so die Situation beim Ölmarkt. Zieht nicht so richtig mit. Warum? Naja, auf der einen Seite Befürchtung Konjunkturschwäche. Ja, dass wir hier wirklich nicht so richtig mehr in Schwung kommen, dass der Handelsstreit einfach dazu führt, dass wir weltweit nicht unbedingt in eine Rezession rutschen, aber dass sich die Weltwirtschaft langsam abkühlt. Und wenn die sich abkühlt, brauche ich weniger Öl. Das ist das Problem und deshalb leidet natürlich der Ölpreis. Ich hatte es gerade eben gesagt, ne, der Aktienmarkt profitiert einfach von der negativen Renditesituation beim Anleihemarkt. Das kommt dem Ölmarkt nicht zugute. Da wird die Konjunktur wieder gespiegelt. Aber nicht nur, ihr wisst es auch, Geopolitik spielt ebenfalls eine große Rolle. Wir haben ja hier die Straße vom Hormuz. Das heißt also, der Nahen Osten, durch dieses Nadelöhr werden 30% der weltweiten Öllieferungen transportiert und in der gesamten Region werden ja auch rund 30% des weltweiten Ölangebots gefördert. Das heißt also, wenn es hier zu einer Eskalation kommt zwischen den USA und dem Iran, was ich um Gottes Willen hoffe, dass es nicht dazu kommen wird, dann zieht natürlich der Ölpreis kräftig an. Und das ist auch der Grund, dass er hier nicht nach unten hinwegkippt und somit nur die negativen Konjunkturperspektiven widerspiegelt, sondern er ist natürlich aufgrund der Sorgen vor Angebotsengpässen auch ganz gut unterstützt. Was haben wir? Letztlich eine Pattsituation zwischen beiden. Deshalb pendelt der Ölpreis auch seitwärts und ich gehe mal davon aus, er wird auch seitwärts pendeln, solange die Situation im Nahen Osten nicht weiter noch eskaliert. Muss man im Blick behalten, ist sehr, sehr kritisch. Ein Ausbruch hier drüber natürlich, 67 würde darauf hindeuten, dann schnell könnte die Reise auch hier oberhalb von 70, 75 Dollar mal gehen. Das wäre dann allerdings wirklich ein purer Play auf Geopolitik. Von der Konjunkturseite her kann ich mir das nicht vorstellen, dass der Ölpreis entsprechend dynamisch nach oben hin wegzieht. Das ist auch der Grund, warum wir im Augenblick hier so ein bisschen inverse Entwicklung haben zwischen dem S&P 500 und dem Ölmarkt. Hier oben nochmal Brent abgetragen, hier unten drunter der S&P 500, das ist mir aufgefallen. Das ist eigentlich unglaublich, aber bis vor kurzem haben eigentlich beide, ich sag mal, Basiswerte perfekt die Wendepunkte jeweils bestätigt. Ja? Und das ist ja auch logisch. Wir haben es hier zum Beispiel gehabt Anfang Oktober 2018, Hochpunkt beim Brennpreis, Hochpunkt beim S&P 500. Dann sind die Kurse in den Keller gerauscht bis Ende 2018. Beide Kurse haben Tiefpunkte ausgebildet. Danach ging die Reise wieder nach oben. Hochpunkt ausgebildet, Korrektur auch fast auf den Tag genau wieder. Und jetzt haben wir hier einen dynamischen Anstieg gesehen beim S&P 500. Da war eine wesentlich kraftvollere Erholung nur bei den Brennpreisen. Und das ist eben auf diesen Unterschied zurückzuführen, den ich eben gesagt hatte. Es fließt eben Kapital schon aus den Anleihenmärkten rüber in die Aktienmärkte, aufgrund eben der verzweifelten Suche nach Rendite. Aber man hat ja auch so ein bisschen Befürchtungen vor der konjunkturellen Flaute. Die wird wesentlich stärker gespielt wiederum am Ölmarkt, aber er wird gestützt durch die Geopolitik. Also so ein bisschen bestätigen sich beide noch, aber ihr seht es sehr deutlich, wir haben hier einfach mit Problemen zu kämpfen. Ja? Beide Basiswerte bestätigen sich nicht mehr, sondern wir haben hier schon langsam Divergenzen vorliegen. Auch das ist alles andere als gesund. Das zeigt letztlich, dass der Markt hier so ein bisschen mit seinen Zentrifugalkräften kämpft und sich irgendwas mal nach oben hin auflösen wird. Also entweder hat die Konjunkturfront Unrecht oder die Anleihemärkte haben Unrecht oder der Ölmarkt hat Unrecht, aber irgendetwas wird hier mal passieren. Und darauf muss man einfach vorbereitet sein. Deswegen Cash is King ist zwar etwas abgegriffen, aber sollte man zumindest mal auch beim eigenen Depot vielleicht engmaschiger verfolgen, beziehungsweise, wie ich es vorgestellt hatte, auch mal mit defensiven Seitwärtsprodukten agieren, die eben auch dann nicht K.O. gehen, wenn mal Schwellen verletzt werden, sondern da bleibt man eben dann im Spiel. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zum Beispiel zu Inline-Optionsscheinen oder zu Knockout-Produkten. Wenn da die Schwellen entsprechend touchiert werden, dann ist das Spiel aus. Da sind solche Capped-Optionsscheine dann schon etwas interessanter von der Konstruktion her. Ja, das nochmal zur Intermarkettechnik, wenn man sich die Ölmärkte und die Aktienmärkte vor Augen führt und was natürlich im Augenblick auch nicht fehlen darf. Naja, was macht uns denn noch Freude? Der Goldmarkt. Ja, auch das hier ein Spiegelbild natürlich dieser verstärkten Geopolitik, keine Frage. Auch ein Profiteur natürlich der Entwicklung an den Zinsmärkten. Ich hatte es ja in einem Spezialbegin, ich glaube im April oder sowas mal vorgestellt. Es gibt zahlreiche Einflussfaktoren auf den Goldmarkt. Ein wesentlicher ist natürlich die Zinslandschaft, wenn ich davon ausgehe, dass die Zinsen weiter fallen und die sind ja zuletzt gefallen und die Inflationsrate vielleicht noch weiter anzieht. Naja, dann habe ich unter Umständen sogar negative Realzinsen und das ist das beste Umfeld für Gold, denn Gold wirft bekanntlich keine Zinsen ab. Ich kann hier nur auf Kurssteigerungen
spekulieren. Und je geringer die Renditeperspektiven an Anleihen mag, desto attraktiver die Chancen für Gold. Und genau das haben wir zuletzt gesehen. Gold ist gestiegen, Aktienmärkte sind gestiegen aufgrund der Effekte an den Anleihemärkten. Gold sowieso ja hier seit Anfang 2016 positiv unterstützt. Ne? Hier diese Tiefpunkte wurden immer früher zum Kauf genutzt. Auch hier dieser Aufsatz auf die 200-Tage-Linie. Wunderbar hat das funktioniert. Ich hatte ja auch einen Turbo Bull vorgestellt auf den Goldpreis für einen Ausbruch nach oben. Hat sich soweit ganz gut entwickelt. Wir haben hier ein 6-Jahres-Hoch zuletzt mal markiert. Aber auch hier jetzt bitte vorsichtig sein. Ne? Jetzt hängt wieder alles miteinander zusammen. 10% Differenz zur 200-Tage-Linie. Gold etwas überhitzt. Ja? Der Anstieg hier ist ein bisschen schnell passiert. Also bitte nicht wundern, dass wir hier jetzt nicht durchstarten, sondern das wird jetzt, wenn, ein bisschen ruhiger passieren. Wir sind hier eben, wie gesagt, etwas heiß gelaufen beim Gold. Bei der Feinunze ein Rücklauf hier an dieses Ausbruchsniveau 1350, 1360 kann ich mir ganz gut vorstellen. Vielleicht gibt es sogar noch mal eine Nachkaufgelegenheit darunter. Das hängt ganz einfach auch wieder von der FED-Zinssitzung ab. Ne? Wenn Paul Ende Juli sagt, na, es gibt keine Zinssenkung, so deutlich wird er es nicht formulieren, aber er wird zumindest mal den Märkten missverständlich sagen, ihr seid hier auf dem falschen Dampfer mit eurer 100% Wahrscheinlichkeit, dass wir die Zinsen senken. Auch er wird jetzt vielleicht langsam schlaflose Nächte bekommen, dass die Quote so hoch ist. Dann ist natürlich auch dieser Play, der hier am Goldmarkt gespielt wurde, ein bisschen hinfällig. Ne? Dann sinken nämlich nicht die Zinsen, sondern könnte es sogar zu einem Zinsanstieg wieder kommen. Das wäre negativ für Gold und dann geht die Reise hier wieder nach unten. Also man muss jetzt, denke ich mal, noch nicht auf Teufel komm raus bei Gold drin sein. Wenn man schon drin ist, würde ich die Position weiter halten. Wenn man nicht drin ist, ein bisschen abwarten. Wir waren hier jetzt überhitzt gewesen. Jetzt kann ich nochmal Rücklauf geben auf 1340, 1350. Da kann man dann auch nochmal hier im Umfeld von 1360 nochmal eine neue Position sich nochmal reinlegen, eine erste Anfangsposition auch und dann weiter aufstocken. Denn grundsätzlich sieht da bei Gold eigentlich die Perspektiven gut aus. Ansteigende Tiefpunkte, wie gesagt, ein erster Ausbruch haben wir hier schon mal gesehen. Und ich denke mal, das war auch nicht der letzte Versuch gewesen. Das Umfeld langfristig bin ich so ein bisschen eher der Permabär, der davon ausgeht, dass es irgendwann mal den Knall gibt, dass wir einen wirtschaftlichen Abschwung sehen, dass die Notenbanken noch stärker eingreifen müssen. Zinsen bleiben dann sowieso unten und dann wird vielleicht Gold nochmal eine richtige Renaissance haben. Also ist langfristig eigentlich Gold ganz gut untermauert und da würde ich hier auch die Reise dann in Richtung der 1500, 1600er Marke auf Sicht von wenigen Jahren dann durchaus mal sehen. Vielleicht auch vielen Monaten mal gucken zum Jahreswechsel 19, 20, was dann ist. Aber so sind im Augenblick die Aussichten. Also auch Gold etwas überhitzt kurzfristig, Rücksetzer kann man zum Einstieg nutzen und dann sollte die Reise auch hier wieder nach oben gehen. So. Ich glaube, das waren zumindest mal die wichtigsten Fragen, habe ich auch abgearbeitet gewesen. Da kommt noch eine Frage zu Silber rein. Kann ich den Chart mal eben aufrufen? Silber bleibe ich bei der Meinung, die ich glaube ich auch beim letzten oder vorletzten Mal schon gesagt hatte. Ich bin kein Silberfreund. Silber springt nicht an. Das einzige Argument, was für Silber spricht, ist die Tatsache, dass das Gold-Silber-Ratio Extremwert erreicht hat. Da könnte man wirklich sagen, naja, also immer wenn wir solche hohen Werte haben, dann sollte man vorsichtig sein. Wir haben ja im Augenblick 1400 Dollar je Feinunze für Gold. Silber steht bei 15, ist ein Ratio von über 90. Das ist ein Mehrjahreshoch, so viel ich weiß. Das spricht eigentlich nur für Silber, aber hier ist die Industriekomponente einfach mit drin und Silber zündet nicht. Und wir sehen hier einfach so einen Daddelmarkt, der auch keine charttechnischen scharfen Begrenzungen hat im 15,50, 14 auf der Unterseite. Silber würde ich dann anfassen, wenn wir hier nochmal zurückkommen. Also ich sage es mal ganz grob hier in dem Bereich. Um 14,50, 14 bis 14,50, da könnte man Silber greifen, wer für Silber wirklich auch optimistisch ist. Aber im Augenblick würde ich jetzt nicht unbedingt reingehen, denn das Chance-Risiko-Verhältnis ist einfach nicht gut. Und wir sehen hier auch keine richtige Dynamik drin. Deshalb vorsichtig sein. Leading Economic Index, ja, schaue ich mir immer wieder gerne an. Ist wirklich auch einer meiner favorisierten Konjunkturindikatoren. Ist jetzt sehr, sehr deutlich zurückgekommen, eben auch in den USA vor allen Dingen. Das ist ja dieser Überraschungsindex. In Europa ziehen wir wieder so ein bisschen an. Deutet der so ein bisschen auf einen Tiefpunkt hin, denn den muss man auch antizyklisch, sollte man ihn interpretieren. Das heißt also, wenn die Konjunkturdaten massiv enttäuscht haben,
dann gehen ja auch die Erwartungen an die zu veröffentlichten Daten nach unten. Das heißt, die Messlatte liegt relativ tief. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese tiefen Erwartungen wieder übertroffen werden und dieser Economic Surprise Index wieder anzieht. Also der könnte auch bald mal wieder drehen. Da gehe ich eher mal davon aus, dass wir halbwegs einen Boden mal erreicht haben. Ja, das sollte es soweit, glaube ich mal, sein zu den wichtigsten Punkten. Markus. Perfekt, dann übernehme ich noch in den letzten 2 Minuten. Ja, danke dir für deinen Rundumschlag. Ja, es ist relativ schwierig, das Ganze immer in eine Stunde oder knapp 45 Minuten reinzupacken. Deshalb aber Dankeschön, dass du das alles eingeordnet hast in die aktuelle Situation und den Ausblick gegeben hast für das nächste halbe Jahr. Natürlich wissen wir nie, was dann im zweiten Halbjahr oder in der Zukunft passiert. Aber ich glaube, du hast im Prinzip viele Punkte zusammengefasst und nicht nur die Charttechnik dir angeschaut, sondern eben auch die Saisonalitäten und einige andere Faktoren natürlich auch die politischen Themen, die uns da so treiben und natürlich auch die entsprechenden Notenbanken, die da auch wieder reingrätschen. Also es bleibt spannend. Insofern Fragen hattest du beantwortet. Ich zeige jetzt einfach nur nochmal die Schlussfolie, was nächste Woche bei uns passiert. Und dazu nehme ich mir ganz kurz die Bildschirmrechte. Nächste Woche 15.7., schon wieder Mitte Juli, ist bei uns der Benjamin Feingold und der Daniel Saurens zu Gast. Märkte am Montag ist das Thema wieder. Fokus 2 bis 3 ausgesuchte Einzeltitel. Ja, glaube ich, wird ganz spannend, wieder diese 2 Werte oder 3 Werte zu analysieren, da auch die passenden Produkte mal anzuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören bei Ihnen heute Abend, auch bei dir, Franz Georg, für deinen Input, deine Ausführungen, sehr spannend und die breite Abdeckung, die du eben hier skizziert hast. Und natürlich ist es dann immer wieder mal auch ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, wobei ich denke, das war schon ganz gut fundiert und eine perfekte Zusammenfassung in dieser 1 Stunde. Ja, ich hoffe, dass für Sie etwas dabei war. Wünsche Ihnen einen schönen Restabend und würde mich natürlich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit von der Partie sind. Tschüss und ich sage Tschüss und eine erfolgreiche Handelswoche und viel Glück beim Traden. Tschüss, schönen Abend.